Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Heute starte ich hier eine ganz neue Serie und zwar E-Mails. Alles rund um E-Mails. Wie Sie sich eine E-Mail-Adresse einrichten, wie Sie E-Mails versenden und empfangen. Die E-Mail, die ich hier verwende, ist Gmail, also das E-Mail-Konto von Google. Heute die erste Folge, sich eine E-Mail-Adresse einrichten. Sie können aber auch als erstes schauen, ob Sie nicht vielleicht schon eine E-Mail-Adresse haben. Dazu öffnen Sie die Einstellungen und hier in den Einstellungen finden Sie die Zeile Google. Und wenn Sie hier auf Google tippen, dann wird Ihnen die E-Mail-Adresse angezeigt, mit der dieses Smartphone verbunden ist. Sie können diese E-Mail-Adresse verwenden, Sie können sich aber auch ganz einfach eine neue Gmail-Adresse einrichten. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Ich habe hier also schon eine Gmail-Adresse und möchte mir jetzt aber eine neue einrichten. In meinem allerersten Schritte mit dem Smartphone-Kurs, da habe ich auch schon mal ein Gmail-Konto eingerichtet. Und hier oben ist so ein kleines i, da habe ich die Folge für Sie hinterlegt. Und zusätzlich unten im Begleittext, da habe ich die Folge auch nochmal für Sie hinterlegt. Jetzt mache ich es aber noch einmal. Ich möchte mir nämlich eine ganz neue E-Mail-Adresse einrichten. Dafür tippe ich hier auf diesen kleinen Pfeil. Jetzt öffnet sich meine bestehende E-Mail und hier drunter steht Konto hinzufügen. Ich tippe also auf Konto hinzufügen. Muss ja erst nochmal den Sperrcode für dieses Smartphone eingeben und tippe auf Weiter. Und jetzt möchte ich ein neues Konto erstellen. Ich tippe also hier auf Konto erstellen. Für mich selbst. Jetzt gebe ich hier den Vornamen ein. Ich tippe auf die Zeile für Nachnamen und gebe meinen Nachnamen ein. Und tippe hier auf Weiter. Jetzt muss ich das Geburtsdatum eingeben und das Geschlecht. Das Geburtsdatum müssen Sie eingeben, beim Geschlecht müssen Sie das hier nicht machen. Ich mache es aber und tippe auf Weiter. Jetzt bekomme ich Namensvorschläge für meine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse besteht immer aus einem Namen, diesem @-Zeichen und die Endung ist gmail.com. Gmail ist die E-Mail-Adresse von Google. Ich möchte mir hier selber einen Namen aussuchen, tippe also hier unten in dieses Feld und tippe hier auf Weiter. Tippe hier meinen Namen ein. Und tippe auf Weiter. Jetzt wird einmal kurz geprüft, ob dieser Name schon vergeben ist. Aber nein, dieser Name ist noch nicht vergeben. Und als nächstes kann ich ein Passwort eingeben. Auch hier wieder Groß- und Kleinbuchstaben. Vielleicht nehmen Sie sich die Anfangsbuchstaben aus einem Lied. Wenn das Häkchen hier unten gesetzt ist, dann wird Ihnen das Passwort angezeigt. Wenn Sie mit Ihrem Passwort zufrieden sind, dann tippen Sie auf Weiter. Als nächstes können Sie hier Ihre Telefonnummer hinzufügen. Das müssen Sie nicht machen, das können Sie machen. Sie können hier unten auch überspringen tippen. Die Telefonnummer hier zu hinterlegen ist ganz gut, wenn man sein Passwort vergessen hat. Mit der Telefonnummer kann man sich dann ein neues Passwort vergeben. Ich gebe hier also meine Telefonnummer an. Ich tippe hier unten auf Ich stimme zu. Hier wird mir also noch mit der Name und die E-Mail-Adresse angezeigt. Ich tippe auf Weiter. Jetzt kann ich hier wählen zwischen Express und Manuell. Ich nehme Manuell, um Ihnen zu zeigen, wie es geht und tippe auf Weiter. Hier wähle ich aus, wie lange meine Daten und Aktivitäten gespeichert werden. Ich möchte nicht, dass sie gespeichert werden und tippe deswegen hier auf Nicht in meinem Konto speichern. Danach tippe ich hier auf Weiter. Jetzt werde ich das Gleiche noch einmal zum YouTube-Verlauf gefragt. Auch hier möchte ich nicht, dass es gespeichert wird und tippe auf Weiter. Jetzt werde ich gefragt, ob die Werbung, die eingeblendet wird, personalisiert oder allgemein sein soll. Ich möchte ehrlich gesagt lieber allgemeine Werbung und tippe auf Weiter. Hier werde ich jetzt gefragt, ob ich gelegentlich erinnert werden möchte. Das tippe ich jetzt mal an und lasse mich erinnern. Ich kann das später unter Einstellungen auch wieder ändern. Und ich tippe hier auf Weiter. Jetzt bekomme ich hier noch einmal eine Zusammenfassung und jetzt tippe ich hier auf Bestätigen. Als nächstes muss ich den Datenschutzbedingungen zustimmen. Hier tippe ich jetzt auf Ich stimme zu. Und damit wird mein E-Mail-Konto erstellt und es wird mir hier auch gleich angezeigt. Und hier drunter habe ich jetzt Google-Konto verwalten. Hier tippe ich nochmal drauf. Jetzt wird dieses Konto geöffnet. Und der Kreis hier drüber, das ist der erste Buchstabe in meinem Namen. Und hier könnte ich jetzt die Einstellungen auch ändern. Hier oben habe ich ein Menü, Übersicht, persönliche Daten.
Daten und Personalisierung, Sicherheit, Kontakte und Teilen, Zahlungen und Abos. Ich gehe mal auf persönliche Daten. Hier werden mir meine persönlichen Daten angezeigt. Hier finden Sie auch das Passwort, falls Sie das einmal ändern möchten. Hier unten habe ich noch ein zweites Menü, da habe ich Konto, Suche, Hilfe. Hier kann ich drauf tippen und kann mir hier noch mehr Informationen holen. Und auch hier habe ich noch mal den Punkt Menü. Wenn ich hier drauf tippe, dann kann ich auch hier meine Menüpunkte auswählen. Ich schließe das wieder, ich schiebe es wieder nach unten und schließe es. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte mir hier noch ein Foto hinzufügen. Dafür gehe ich auf persönliche Daten. Hier oben, da steht ein G. Statt dem G hätte ich jetzt ganz gern ein Profilbild. Hier steht jetzt Profilbild. Sie müssen hier kein Bild von sich selber nehmen. Sie können auch irgendeine Blume nehmen, Ihren Garten, den Hund, die Katze, was immer Sie möchten. Ich tippe hier auf Foto auswählen. Wähle mir hier ein Foto aus. Tippe auf das Häkchen hier oben. Jetzt kann ich das Foto noch ein bisschen einrichten. Und tipp auf Akzeptieren. Und damit wird das Profilbild festgelegt. Mit diesem X hier oben schließe ich meine Einstellungen. Und so sieht mein Konto jetzt aus. Das war's für heute. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie E-Mails versenden. Bleiben Sie dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!